Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge New Star Manager. Hierbei heißen wir auch Zockt. Real Heisi Platz 13. Aufwärts geht's, runter wird's auch gehen. Da müsste sich Dresden aber noch ein bisschen ins Zeug legen. Da fehlen 5 Punkte. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Gut, kommen wir schon zum Spiel tatsächlich. Okay, müssen wir schnell hier hin. Machen den Vorschlag, auch wenn der immer Käse empfiehlt, aber okay. Ja, das sieht so schlecht, glaube ich, nicht aus. Hämmerle, Mittelfeld rechts. Okay, das spielt jetzt eher. Das kann man so machen, denke ich. Das ist gar nicht so verkehrt. Und wir haben Energie. Das heißt, wir können hier auch wieder mit Energie spielen. Gegen St. Pauli geht. Ein Sieg wäre schön. Er würde uns halt tatsächlich helfen, nach vorne zu kommen. Iglesias ist draußen. Haben wir eine Karte? Nein, leider nicht. Oh, eine Geschwindigkeitskarte. Die würde ich gerne einem geben, der gerade nicht spielt. Ist hier irgendjemand draußen? Destiny ist immer noch da. Ich dachte, den hätten wir verkauft. Falsch gedacht. Huber, der ist mir zu alt. Ich würde es eigentlich ganz gerne dem Egner geben. Kann ich das? Vielleicht nehmen wir dann eben den Roos schon mal wieder rein, weil der dann natürlich keine Energie mehr hat. Wir gucken mal ganz schnell. Geschwindigkeit. Ja, kostet nicht allzu viel Energie. Und hat tatsächlich geklappt. So, dann haben wir den nämlich auch auf 35. Gut. Ich würde sagen, so können wir antreten. Beziehungsweise ich wollte eigentlich hier noch schnell gucken. Jetzt haben wir hier wieder 2 Mittelfeld rechts. Wir brauchen hier noch einmal Mittelfeld links. So, und hier brauche ich nur eben Verteidigung links. Den Weichelt. Ach, der Iglesias eben, der fehlt halt. Aber dann gönnen wir dem mal eine ganze Pause. Dann ist er vielleicht wieder heile. Gut, auf geht's. Gegen St. Pauli. Der Cunha, er fühlt sich im Stich gelassen. In Ordnung. Wie stark bist du denn, der Cunha? Bist du überhaupt dabei? Nein, du bist gar nicht dabei. Hä, wo haben wir den denn? Spielst du? Er spielt ja. Was hat er denn für ein Problemchen? Möchte er noch, dass ich ihn in den Arm nehme? Jungs, wir sind ja beim Fußball. Come on. Also, bestätigen. So, da ist wieder der Herr Essig. Möchte auch spielen. Das möchten immer alle spielen. Das haben trotzdem nur 11 Leute Platz, Kollege. So, hier gehen wir mal rauf. Wir fangen mal so an und werden uns... Ja, dann langsam rantasten dahin, wo wir wollen. Und schon geht's los. Ach nö, jetzt. Oh Gott. Ja, das... Oh Gott, nach einer Minute. Jetzt ist schon wieder Herzog drin. Ich muss mehr darauf achten, was wir hier für einen Torwart am Start haben. Das ist ja... ganz schlecht. Wieder der Herzog. Ja, okay, mach mal. Ja, jetzt Freistoß. So weit hinten... Ah, hier ist der ganze Flügel frei. Lauf mal, solange du kannst. Zieh ein bisschen in die Mitte. Da kommt einer. Der ist aber nicht frei, aber da könnte man eine Flanke hinballern. Ah, ein bisschen zu weit war es. Okay, ach, und jetzt gewinnen die Kopfballduelle. So, aber wir haben den Ball. Okay. Wir wechseln mal die Seite. Das hat ja gut geklappt. Das hat auch geklappt. Gleich nochmal zurücklegen. Und jetzt die Flanke in die Mitte. Und den Kopf. Jawohl, das müsste doch funktionieren. Jawohl, wunderbar. Fast schon ins Kreuz. Ein sensationelles Tor. Wunderbar, wer hat's geschossen? Mal gucken. Der Detmold war's. Aha, okay, sehr gut. Oh, Weintraub hat sich verletzt. Das ist natürlich Käse. Vor allem ist es Käse, weil... Ja gut, da müssen wir... Moment, da müssen wir Folgendes machen. Wir müssen... Kann ich den hier hin? Okay, dann ist der falsch. Nee, das geht ja mir nicht, was ich jetzt wollte. Schade. Dann müssen wir hier halt... Doch, jetzt kann ich natürlich das so machen, aber dann ist halt der Emerson auf der falschen Position. Ja, gut, es ist wie es ist. Fortsetzen. Ich hoffe, der ist nicht allzu lange verletzt, aber ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh, Pauli hat eine Ecke. Geht über alle drüber, das hört man gerne. 1-1. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter, weil... Nee, Moment. Nee. Wir haben hier natürlich noch eine Kabinenansprache. Die brauchen wir. So, versucht, ihr, ich, schlagt. Schlagt, ich, versucht. Was war das andere? Macht.
Nein, hätte ich mal nichts hätte ich doch nicht geklickt, ich Eumel. Wir hatten ja drei. Weil so wird es jetzt wieder zurückgesetzt. Jetzt haben wir wieder keine Verbesserung. Naja. Schade. Es ist, wie es ist. Wir setzen mal fort. Können wir hier noch rauf? Nein, hier möchte ich noch nichts machen. Das ist mir zu früh. Wir spielen mal. Passiert nicht viel, okay. Ja, dann wechseln wir mal. Und zwar wechseln wir den Herrn Egner ein. Wobei, wir müssen hier aufpassen. Die sind bald schon verletzungsgefährdet. Wir machen mal den Haberlin hier hin. McNeven lassen wir. Und dann nehme ich doch noch den Egner rein. Für Kollege Detmold. So, gut. Mal gucken, ob es was bringt. Ah, nein. Nicht doch. Oh, es klingelt. Ja, klar. Ah, wie doof. So, geht drauf. Oh, die haben gleich noch eine Chance. Jetzt klingelt es gleich nochmal. Ja, Herzog hat gepatzt. Das war das zweite Mal, dass er gepatzt hat. Okay, das könnte sogar klappen. Na? Auf der Linie. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Na, ist ja egal. Okay, fortfahren. Eine Partie muss er aussetzen. In Ordnung. Das möchte ich gar nicht lesen. Gut. Ja, schlecht. Aber wir bleiben wahrscheinlich, wo wir sind. Keine Schande, heute verloren zu haben. Ja, was mir nicht gefällt, ist erstens die Pressefrau hier. Und dass wir jetzt zwei Spiele in Folge halt verloren haben. Gegen Mittelfeldkandidaten. Das hätte nicht sein müssen. Hier kommt Leipzig langsam näher. Das sind noch 4 Punkte. Die hat man natürlich je nachdem dann schnell. Einmal gewinnen, einmal unentschieden. Wir verlieren zweimal. Dann haben wir hier Leipzig. Auf Augenhöhe. Das muss eigentlich nicht sein. Gut, wir machen mal weiter. Ja, hier ist wahrscheinlich nicht viel passiert. Also, dass wir doch immer mal wieder ein bisschen Geld bekommen. Und hier hätten wir gerne eine Fertigkeitskarte. Technik. Okay, werden wir gleich mal gucken. Ah, jetzt haben wir die Südtribüne auch fertig. Sehr schön. Da wird sie eingeweiht und schon sitzen ein paar Leute drauf. Kann natürlich sein, dass das Spiel das so macht, je besser das Stadion ist, desto mehr Leute kommen. Weil, ja, das ist natürlich auch Qualität. Also die Qualität nimmt dann natürlich auch zu. Vielleicht gibt es da hinten noch eine Würstchenbude oder sowas. Und dann wird das schöner, wenn man ein Spiel gucken geht. Und entsprechend hat das dann eben vielleicht einen Einfluss. Wir werden sehen. Gut. Oh, wir haben schon das Spiel. Und hier haben wir noch was Schöns. Vertrag. Okay. Und ja, wir haben natürlich Winter noch, der keinen Vertrag hat. Ich muss mal schnell gucken, ob wir jetzt mit Winter vielleicht irgendwie reden können. Beziehungsweise, ob wir vielleicht sogar das hier machen können. Nee, ich kann mit ihm nicht reden und er wird nicht fröhlicher. Das heißt, wir sind den in ein paar Spielen los. Das ist ja schon irgendwie doof. Also anders kann man es nicht sagen. Das müsste doch eine Möglichkeit geben, dass man außerhalb des Spiels irgendwie da mit den Leuten noch kommuniziert, wenn sie unzufrieden sind. Wenn das so verheerende Auswirkungen halt hat. Gut. Ja. Assistentenvorschlag. Und gucken, gegen wen das es geht, wäre noch eine Idee. Gegen Sandhausen. Sandhausen. Oh, die sind, glaube ich, sind die hinter uns sogar? Oh, die sind letzter. Mit 6 Punkten. Die haben aber tatsächlich das letzte Spiel gewonnen. Okay, dann würde ich aber hier schon sagen, das sollten wir eigentlich auch gewinnen. Winter Gegenbauer im Sturm. Alle irgendwie hier unterwegs mit Grün. Das ist gut. Iglesias ist auch wieder mit am Start. Der Einzige, der fehlt, ist Wesley. Dann gönnen wir dem die Pause. Ganz klar. Gut, wir spielen. Und das Spiel wird jetzt gewonnen und sonst gibt es Ärger. So, gut, passt. Gehen wir gleich mal mit hier ein bisschen Power drauf. Dass man hier nicht sieht, wie viele Zuschauer das kommen. Das ist auch ein bisschen schade. Das wäre relativ schnell eingeblendet und würde doch darüber informieren, ob die bautechnischen Maßnahmen Sinn ergeben haben. Hui, das war ein bisschen sehr auf den Flügel raus. Gehen wir mal nochmal zurück. Ja, aber doch nicht dem. Das tut doch nicht Not. So, gut. Bilde mal dahin. Und jetzt zack dem. Ah, Neuversuch.
Gerade noch erwischt. Hm, müssen wir anders machen. Machen wir das denn? Hinten rum. Da in den Lauf rein. Oh, jetzt spielt er wieder. Das ist ja wieder dieses Passspiel. Das ist ja schlimmer denn je. Heiliges bisschen. Direkt zum Gegner hin. Lauf mal ein, zwei Meter. Moment. Okay, das waren ein, zwei Meter. Und jetzt... Oh, dem in die Füße. Also irgendwie, es läuft komplett nicht im Moment. Freistoß für Sandhausen. Ah, jetzt haben wir Staude drin. Ich habe doch tatsächlich schon wieder nicht geguckt. Oh, aber ja, Staude rettet uns. Ich habe wieder nicht geguckt, wer drin ist. Jetzt hat man tatsächlich Glück. Come on, wir müssen hier... Ah, nicht doch. Nein, kein Tor. Nein. Ui, der Staude. Das ist das dritte Mal, dass er uns rettet. So, okay, jetzt hätten wir mal wieder den Ball. Jetzt müsste man mal noch was draus machen. Aber irgendwie die Position, wie wir starten, die ist halt auch nicht immer ideal. Dann kommt dazu, dass die Pässe teilweise kompletter Schrott sind. Durch den anderen durch. Jo, das war aber... Ui, das war ein Pfund. Unter die Latte gehämmert. Das war fast schon ein Brett von Winter. Sehr gut. Zur Pause noch kurz in Führung gegangen. Weil da kann man natürlich schon sagen, ohne dass man jetzt despektierlich sein will gegenüber Sandhausen. Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, gegen wen wollen wir gewinnen? Die haben gerade mal 6 Punkte. Also von daher, jetzt vielleicht jemanden schon. Das ist zu früh. Wenn wir 1-0 vorne sind, das ist zu früh. Das lassen wir. Wir setzen fort und gucken, ob wir später noch einen rausnehmen. So nach 60 Minuten oder so. Okay. Was ist mit Imhof los? So, wir beginnen praktisch hinter der eigenen Torlinie. Das ist ja auch nicht schlecht. Ui, weißt du was? Nein, falsch. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf Richtung Tor. Und jetzt hätte ich gerne, dass der abschließt. Nein, der geht daneben. Oh, schwach. Keine Neuversuche. Schwach, schwach, schwach. Aber wir haben den Ball nochmal. Jetzt mal eine bessere Ausgangssituation. Der steht doch im Abseits da, der Kollege. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Moment. Wenn du so läufst und ich hier hinspiele. Jawohl. Ah, dann steht er tatsächlich immer noch im Abseits. Ich hätte mal das Spielfeld drehen sollen. So, wir müssen kurz wechseln. Oh, jetzt... Nee, Staude hat gehalten. Sehr gut. Mir gefällt Imhof nicht. Haben wir links im Mittelfeld hätten wir Haberlin. Okay. Und vorne hätte ich gerne statt Winter nochmal den Egner. So, mal gucken, wie das aussieht hier. Sehr gut, wir haben den Ball. Jetzt müssen wir was draus machen, aber eben. Die stehen einfach nicht wirklich ideal. Das war wieder ein Ball, aber wir haben immerhin die Kugeln immer noch. Jetzt vielleicht hier raus und eine Flanke. Zu dem da. Ja, geht doch sogar zu dem. Kriege ich den rein? Tor! Tatsächlich! Mit dem Hinterkopf, wenn ich mich nicht täusche. Ach, wie schön! Cool. Und jetzt werden wir hier aber... Ach, wir haben nochmal eine Chance. Ich wollte gerade sagen, jetzt werden wir ein bisschen mauern. Aber wir können natürlich auch einfach das nächste Tor schießen. Dann müssen wir nicht mauern. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Sehr schön. Du läufst hier rein, kriegst hier den Ball. Und dann würde ich glatt... Nee, da würde ich nicht schießen. Das bringt nichts. Wir laufen ein, zwei Meter und gucken, wie es aussieht. Schade. Ich wollte was testen. Ihr habt es gemerkt, es hat perfekt funktioniert. Ja, auch das hat perfekt funktioniert. Aber wir haben den Ball immer noch, von daher egal. Schon wieder? Okay, das können wir jetzt wahrscheinlich, als Perpetuum mobile nutzen und immer wieder machen. Bringt nur nichts.
Ah, come on, den hast du noch. Ah, gut. Egal, wir sind 2-1 in Führung. Ich habe mal ein, zwei Sachen getestet, die haben nicht geklappt. Dann weiß man wenigstens, dass sie nicht funktionieren. Ist ja auch schön. Okay, gewonnen. Sehr gut. 2-1. Ja, die machen sich alle Sorgen um ihre Entwicklung. Wir haben jetzt dann wahrscheinlich keine Spieler mehr, weil allen die Verträge auslaufen. Können nichts machen, weil wir nicht mit ihnen reden können. Wow, der Winter. Ja, wir können doch nicht jetzt zugucken, wie der uns verlässt. Nein, wir haben uns nicht abgemüht, sondern wir haben gewonnen. Ganz einfach. So, eins hoch wieder, 30 Punkte. Ja, 8 Punkte Abstand auf einen Abstiegsplatz. Und jetzt sind wir wieder hier oben angekommen. Erzgebirge Aue, ein Punkt vor uns. Und dann zu Braunschweig, zu Platz 10. Ja, da brauchen wir noch mal ein paar Punkte mehr. Okay, wir fahren mal fort und gucken, was passiert. Ja, spielt wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Wir bräuchten... Nehmen wir Karten. Also Karten, Dingens. Wir nehmen nicht Karten, wir nehmen Dosen. Gut, fortfahren. Ein Interview. Okay, wir müssen mal kurz zu den Mitarbeitern, weil hier laufen auch überall die Verträge aus. Delington. 15, kann man lassen. Der hat noch 27 Wochen, können wir auch lassen. Hartstein hat noch 10. Bei 38, ich würde sagen, dem werden wir mal den Vertrag erneuern. Na, das hat doch geklappt. So, da stimmen wir sehr gerne zu. Okay, dann schauen wir mal beim Scout. Der hat noch 9, okay. Will unbedingt über den Vertrag sprechen. Ja, und dann möchte er eben doch nicht. Weil du seine Bedenken bezüglich der Entwicklung bisher ignoriert hast. Leute, wenn wir nicht reden können mit denen, ich sing's dann gleich mal. Wir können nicht mit denen reden, wenn wir nicht mit denen... Okay, ich sing doch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist doch wirklich mühsam. Also, die laufen uns alle davon, weil die Verträge auslaufen, weil wir sie nicht erneuern können. Weil wir irgendwas nicht erfüllen, was wir nicht erfüllen können, wenn wir nicht mit ihnen reden können. Wenn wir keine Karte haben, mit denen wir... mit der wir mit ihm reden können. Ah, das ist ja... Okay, Interview. Stimmt es, dass Ihre Beziehung zu den Sponsoren angespannt ist? Nein. So, okay, ja, bei der Presse geht sie da runter. Das ist ja egal. Dann haben wir hier ein Dilemma. Personalzufriedenheit. Fügt einem deiner Spieler eine positive Eigenschaft hinzu? Seltene Gelegenheit. Ja, so ein Kader... Also das wäre natürlich schon nicht so schlecht. Auf der anderen Seite Personalzufriedenheit, dann könnte man vielleicht die Verträge verlängern. Aber ich möchte eigentlich... Nee, wir müssen das machen. Die Vernunft sagt mir, dass wir eher das machen müssen. Okay, und jetzt nochmal gucken. Scout. Aktion. Tja, geht immer noch nicht. Okay, dann eben nicht. Wie sieht's bei dem hier aus? 11 Wochen. Aktion. Hier geht's wieder. Ja, perfekt. Wir stimmen zu. Okay. Gut, bei den anderen können wir nichts machen. Also ich kann hier wirklich mich nur wiederholen. Das ist irgendwie ein bisschen doof gelöst. Wenn wir hier Winter haben. Bedenken, alles klar. Die Entwicklung gefällt ihm nicht. Er möchte unbedingt über den Vertrag sprechen. Und das macht er dann genau nicht. So, hier, da haben wir's. Gut, da können wir nichts dran ändern. Es ist, wie es ist. Wir haben ein Spiel. Und zwar gegen... Moment. Mal gucken. Oh, gegen Leipzig. Die sind... Ja, genau. Die sind nicht weit hinter uns. Das ist wieder so eine Art 6-Punkte-Spiel. Ich würde sagen, das gehen wir gleich mal an. Assistentenvorschlag. Alle halbwegs fit. Jetzt ist wieder der Huber drin. Haben wir noch Karten? Jawohl, also Karten, ich meine Dosen. Das heißt, wir werden hier noch was machen. Und zwar beim Kollegen Gegenbauer. Den brauchen wir hier. Na, come on.
Okay, Gegenbauer hätten wir. Wen brauchen wir noch? McNiven ist dabei. Nee, sicher nicht Herzog. Dieses Mal guck ich. So, Staude. Herzog raus. Fehlt hier sonst noch einer? Moment, jetzt ist Gegenbauer noch nicht drin. Den nehmen wir für den Herrn Huber. Der Herr Huber kommt aber auch mit. Der kommt mit für den Herrn Roscher. Der hat auch schon länger nicht mehr gespielt, der Roscher. Und sonst haben wir hier eigentlich niemanden mehr. Okay. Und hier oben passt das soweit. Der Cunha ist draußen. Verteidigung links. Das sieht aber eigentlich relativ gut aus. Verteidigung zentral. Wir bräuchten halt den Weintraub natürlich noch. Wisst ihr was? Wir werden den auch noch kurz mit einer Karte beglücken. So, dann kommst du rein für Dan. Und Dan kommt hier für der Cunha. Dann haben wir doch noch einen kleinen Ersatz. Gut, dann würde das jetzt aber soweit passen. Wir bestätigen. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Zack, hier rauf. Oder wir machen gleich mal. Ich mache von Anfang an Vollpower-Druck. Da hatten sie schon die erste Chance, die Leipziger. Aha, jetzt haben wir eine. Bei Regen, da sind die Pässe wieder nicht so ideal. Na, hast du den? Jawohl, das ist jetzt allerdings eher ein blöder Winkel. Deswegen machen wir das gleich nochmal, was wir vorher gemacht haben. Einmal quer rüberlegen. Und das sieht nicht schlecht aus. Jawohl, Klingeling und 1:0 für Real Heisel. In Leipzig, auswärts. Bestens, bestens. Gegenbauer hat getroffen. Ja, der ist halt schon auch ein kleiner Torgarant. Wir versuchen das Spiel von hinten aufzurollen oder das Feld. Oh, das war ein bisschen... Hast du den? Jawohl. Hol ihn dir. Das ist eh Kollege Gegenbauer. Kannst du den zurücklegen oder steht der im Weg? Ich glaube, der steht im Weg. Foul. Bitterböses Foul. Come on. Neuversuch. McNiven. Dann nochmal zu ihm hier. Oh, dann läuft er hier. Hast du ihn? Du hast ihn. Oh, oh. Okay. Ich würde mal sagen, scharf gegen die Laufrichtung. Jawohl. Tor. 2:0. Na, läuft doch. Ich glaube, wir müssen tatsächlich viel mehr mit maximaler Energie arbeiten. Oh, Winter kriegt eine Karte. Oh, oh. Was? Wer? Wie? Wo? Im Hof eine Karte oder was haben wir jetzt? Jetzt so schnell konnte ich gar nicht lesen. Warum blinkt Kollege im Hof? Das ist doch ja irgendwie eine gelbe Karte. Hä? Was ist das denn komisches? Aber irgendwie scheint er eine rote bekommen zu haben, wenn ich das richtig gelesen habe. Naja gut, Mittelfeld links. Kollege Haberlin. Hä? Geh rein. Geht nicht. Aha, warum kann ich ihn jetzt nicht wechseln? Was ist das denn? Moment, wir müssen kurz... Übersehe ich irgendwie was? Nein. Moment, wir machen kurz fortsetzen. Mal gucken, ob ich ihn jetzt auswechseln kann. Hä, warum kann ich ihn jetzt nicht auswechseln? Abspielen. Taktik. Haberlin. Hä? Schnall ich nicht. Warum kann ich denn jetzt nicht wechseln? Habe ich jetzt ein Blackout oder was ist jetzt los? Naja, wir setzen fort. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Ach, das war doch ganz klar rot für Imhof. Okay. Ach so, deswegen kann ich ihn nicht auswechseln. Das ist halt komisch dargestellt, weil der müsste ja eigentlich hier draußen jetzt sein. Wir spielen ja jetzt zu 10. Ist also schon klar, ich kann Haberlin nicht gegen einen einwechseln, der die rote Karte bekommt. Alles klar, gut. Wir spielen weiter. Essig ist auch nicht in Form. Ah, und jetzt hat... Ja, okay, 2:1. Müssen wir da noch was machen? Die sind alle nicht mehr so fit. Die Jungs. Vielleicht Egner rein. Wir warten mal noch. Das lassen wir. Staude spielt nach vorn. Wir haben den Ball. Sehr gut. Lauf du mal. So, und der Ball kommt hier hin. Ah, das war zu steil. Kein Neuversuch. Okay, solange wir vorne sind, ist das halb so schlimm. Und solange wir den Ball immer wieder mal bekommen,
ist es auch halb so schlimm. Ah! Komm, holen dir. Ja, fast. Immerhin den noch umgehauen. Ist ja auch okay. So, nochmal. Spielen wir hier rüber. Hier ist überhaupt keiner zugange auf der Seite. Lauf mal ein bisschen, damit sich die verteilen können. Okay. Ja, den hast du. Jawohl, den hast du tatsächlich. Hintenrum. Oh, aber doch nicht so hintenrum. So dann doch nicht. Passt. Passt. Ah, in die Füße. Oh, und schon wieder ein Foul. Mm. Freistoß. Aber jetzt nicht den Ausgleich. Oh, come on. Wie doof. Okay, wir greifen an. Wir wechseln. Der Winter kommt raus. Ich versuche es nochmal mit Egner. Wir sind natürlich nur zu 10. Das darf man auch nicht vergessen. Nicht, dass wir jetzt noch ein Tor reinkriegen. Eieiei, das wäre dann bitter. Ja, zack, hätte ich mal nichts gesagt. Volle Pulle. Oh, das wird nichts mehr. Oh, eine letzte Chance. Oh, und das relativ nah vorm Tor. Ein Schuss dahin. Der geht wieder daneben. Ich sehe es kaum. Aber wenn ich jetzt nicht schieße... Ja, der wird nicht reingehen. Ja, war mir klar, dass er den hält. Aber wir haben den Ball nochmal. Die Chance ist noch nicht vertan. Schwierig wird es trotzdem, weil die stehen schon wieder völlig irgendwie eher doof. So, wenn wir es so machen, leg den mal zurück. Hm, bringt auch nichts. So, jetzt irgendwie mit einer Flanke agieren. Jawohl, das müsste doch funktionieren. Ui, okay. Hat doch noch geklappt. Immerhin noch den Ausgleich. Das heißt, wir werden Leipzig... in der letzten Minute. Wir werden Leipzig entsprechend zurückbinden können. Sprich, die kommen uns nicht näher. Das hat aber Energie gekostet. Das sieht man hier auch. So, das lese ich mal für den Moment nicht. Da haben wir noch ein Vorstandsziel erreicht. Okay. Fortfahren. Wir bleiben, wo wir sind, mit 31 Punkten. Und die haben 24, das heißt, da ist nichts passiert. Aber Heidenheim, nee, die kommen uns nicht näher, aber Dresden kommt uns wieder näher, die haben gewonnen. Und Erzgebirge Aue ist weiterhin schön am Verlieren. Das ist sehr freundlich. Deswegen, jetzt haben wir hier gleich viele Punkte. Okay, das gibt wieder Geld. 26.000. Noch eine Belohnung. Machen wir so eine. Nochmal Stärke, die muss ich dann noch verteilen, die Karten. Ja, das weiß ich, dass die alle nur noch Verträge haben. Über kurze Zeit, da können wir halt leider tatsächlich nichts dran ändern. Gut, liebe Freunde, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielleicht patchen sie das ja irgendwann mal noch rein. Wäre schön, dass man eben wirklich mit den Spielern auch was machen kann außerhalb der Karten, weil sonst laufen uns die alle davon. Dann spielen wir am Schluss nur noch mit einem. Wahrscheinlich mit Destin. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.